Wojciech Kordas, genannt bei den Palutinern Adalbert, ein geistlicher Ableger der Palutiner, Franziskaner Minorit. Seit 25 Jahren komme ich nach Vallenda zum Grab von Franz Reinisch im Schatten der Schönstattkapelle und gedenke seines mutigen und entschlossenen Priesterlebens. Der Weg zur Priesterweihe von Franz Reinisch besteht aus drei entscheidenden Erlebnissen. Das erste seelische Erlebnis ist die Erfahrung der 30-tätigen Exerzitien in Willen bei Basel. Da lernt er, in die Seele hineinzuschauen und sich mit seiner Entscheidung zu befassen. Das zweite große Erlebnis ist sein Aufenthalt in Kiel, wo er die religiöse, moralische, ethische Not dieser Stadt erfährt und sich kurzerhand entscheidet, Priester zu werden, kehrt nach Innsbruck zurück und stellt sich die Frage, wie kann ich das tun, wenn ich eine Freundin habe? Das dritte seelische Ringen um seine Entscheidung ist die Trennung von seiner Freundin Ludovica Lindhardt. Und dann geht er ins Priesterseminar nach Brixen, wo er ringt um Klarheit und Entschlossenheit für seinen priesterlichen Weg. Dieses Ringen hört auf im April 1928, indem er sich entscheidet, diesen Weg zu beschreiten. Bei seiner Priesterweihe bekommt er eine hervorragende Predigt von einem Franziskaner Simon Reider, in der der Pater, der Hauptprediger, sagt, was zum priesterlichen Leben gehört. Erziehen der Jugend für Gott, Beten und Opfer. Diesen drei Pflichten seines priesterlichen Lebens widmet sich Franz Reinisch und schließlich stirbt als katholischer treuer Priester für die Erneuerung der Kirche und des Priestertums.